Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir befinden uns heute in Rosenheim, hier am schönen Happinger See. Wir sind zu Gast bei Heike Holz, ihres Zeichens Expertin für Stil und Etikette und vieles mehr. Und zunächst mal Dankeschön, Heike, dass du dir Zeit für uns genommen hast, für unsere Zuschauer. Und wir freuen uns auf ein paar gute Tipps, wie man sich richtig benimmt. Ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen worden bin, mit dir ein Interview zu führen. Sehr gerne. Wir sind ja schließlich neugierig. Wie geht's dir bei dem schönen Wetter? Ja, wunderbar. Schon seit Tagen jetzt hier sehr, sehr schön. Und von daher kann man ganz, ganz viel hier unternehmen. Schön. Extra für uns gebucht. Genau, ja. Sehr schön. Ja, freut uns immer, wenn wir auch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen bekommen. Die gibt's gratis dazu. Damit möchte ich aber auch gleich in unser Gespräch einsteigen. Unser Thema ist ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Wie kann man das realisieren, vom Traum zum Ziel letztendlich zu kommen? Ist das bei dir so? Bist du da schon auf dem Weg oder hast du schon ein Stück weit erreicht? Ja, also ich bin sehr stark auf dem Weg und kann auch so einige Beispiele erzählen, wie ich das auch bereits erreicht habe. Denn ich wollte im Prinzip schon von Kindheit an, ich komme ursprünglich aus Offenbach, wollte schon hier in Bayern am Fuße der Alpen leben. Wo wir jetzt hier sehen, die Bergkulisse, also ich habe es erreicht. Es sind Offenbach nicht ganz so viele Berge wahrscheinlich. Genau, ja. Und inzwischen bin ich hier. Okay, das ist ein Teil davon. Wolltest du auch schon immer Trainer werden oder in dieser Wissensvermittlung tätig werden? Ja, ich wollte schon als Kind, wollte ich Lehrerin werden. Mhm. Und manche sagen jetzt auch zu mir, Heike, du bist die geborene Lehrerin oder jetzt im Prinzip Trainerin. Ja, ich mache es wirklich mit Herzblut, dass ich Trainer bin, dass ich anderen Menschen dabei helfe, die unterstütze, ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Träume zu verwirklichen. Schön. Wie, wo kommst du ursprünglich her, wenn ich fragen darf? Also beruflich? Ja, ich komme von der Deutschen Bank, Frankfurt, habe ich gelernt und auch einige Jahre gearbeitet. Dann dort auch schon als Co-Trainer tätig gewesen. Und dann ist im Laufe der Zeit einfach diese Sache gewachsen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte nicht mehr in der Bank arbeiten, auch weil ich dann Kinder bekommen habe und dann halbtags in der Bank, das wäre dann doch nicht so erfüllend gewesen, wenn du vorher in der Beratung drin bist und dann auch Verantwortung trägst und so weiter. Und dann habe ich dann Ausbildungen gemacht bei sehr, sehr guten Trainern, bei Top-Trainern von Deutschland, Europa und habe dann entsprechend mich auf diesen Sektor begeben. Mhm. Bist ja auch in dem Bereich Mentaltraining noch aktiv und machst noch andere Dinge. Was gehört außer dem Thema Stil und Etikette, um das wir uns später noch kümmern werden, was gehört noch alles dazu? Ja, ich bin ja ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin. Für mich ist Persönlichkeitstraining, bedeutet ja, etwas aus der Persönlichkeit anzustellen, das heißt also von innen heraus die Ausstrahlung wachsen zu lassen, also nicht die Menschen an sich zu verändern, komplett anders werden zu lassen, dass er wirklich eine fremde Person darstellt, sondern dass er aus sich selbst das Beste herausholt. Mhm. Und dazu gehört eben sowas wie Körpersprache, sowas wie Rhetorik, Stimme, Motivation. Also kleinen Moment kurz. Den kurz drüber fliegen lassen, dann geht's weiter. Dazu gehört ja sowas wie Körpersprache und die Stimme und die Motivation. Die innere Motivation ist ja wahnsinnig wichtig. Die mentale Stärke und auch die Umgangsformen. Mhm. Und dann hat sich im Laufe der Jahre bei mir so ergeben, dass ich festgestellt habe, Mensch, ich kann einen Menschen noch so viel trainieren, mit einem Menschen noch so viel trainieren in Sachen Körpersprache und Ausstrahlung. Weil wenn irgendwo die Wurzeln nicht in Ordnung sind, wenn es von unten her nicht passt, dann sind auch andere Dinge wichtig, die wir beachten sollen und wo wir einfach mal hingucken sollten. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei einer sehr guten Trainerin im Saarland über schamanische Aufstellungsarbeit. Ist ein bisschen angelehnt an die systemischen Aufstellungen und über Kinesiologie, Gesundheitscoaching und kann eben auch von dieser Basis dann auf unten her so ein bisschen weiterhelfen und unterstützend wirken. Das heißt, für diejenigen Zuschauer, die damit noch nichts zu tun haben, was heißt Aufstellung? Gibt es da eine kurze Erklärung dazu? Ja, Aufstellung, bei Aufstellung können wir im Prinzip das ein System aufstellen, sei es ein Familiensystem aufstellen oder auch eine Organisation wie eine Firma beispielsweise. Und wenn irgendwo in dem Bereich was nicht stimmt,
können wir uns sehr schnell in diesen Bereich reinfühlen, in die verschiedenen Personen reinfühlen, die damit zu tun haben. Die müssen gar nicht anwesend sein, die sind auch meistens gar nicht anwesend. Wir fühlen uns also einfach nur in dieses System rein. Das ist über das sogenannte morphogenetische Feld, dass wir alle miteinander verbunden sind, sehr gut möglich. Und dann kann man dann das Ganze sozusagen auflösen. Also die Themen, die Probleme, die da entstanden sind, zu irgendeiner gewissen Zeit, können wir dann über diesen Weg auflösen. Okay. Du hast gerade schon ein Stichwort genannt, was mich zur nächsten Frage führt, den ganzheitlichen Ansatz. Was ist für dich Erfolg und was bedeutet ganzheitlicher Erfolg? Ja, Erfolg. Ich meine, Erfolg bedeutet ja für jeden was anderes. Der eine sagt, wenn ich reich bin, wenn ich ganz viel Geld verdiene. Der andere sagt, glückliche Partnerschaft oder tolle Familie und im Sport und. Ja. Und ich denke, ganzheitlich bedeutet wirklich in allen Bereichen Erfolg zu haben. Und nicht nur sagen zu können, Mensch, ich verdiene eine Masse Geld und ich habe da jetzt meinen tollen Mercedes oder meinen super tollen Rolls-Royce vor der Haustür stehen, sondern Erfolg heißt wirklich, innerlich glücklich zu sein. Und innerliches Glück zu empfinden, da glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, in allen Bereichen eine gewisse Erfüllung zu erleben. Mhm. Schaffst du diese Balance oder schafft man die dauerhaft und zu jeder Zeit? Oder? Es gibt sicherlich Momente im Leben, wo die Balance nicht immer perfekt ist. Wir leben ja einfach, dazu leben wir, sind einfach Menschen und immer wieder können überall in allen Bereichen mal Probleme auftauchen. Nur es gilt da ja jetzt in diesem Fall, wie gehen wir mit diesen Problemen um? Wie schaffen wir es, aus irgendwelchen negativen Erfahrungen oder Vorfällen vielleicht herauszukommen? Und da gilt es eben immer wieder hinzuschauen und daran zu arbeiten. Mhm. Und ich denke, es ist auch immer wieder gut, dass wenn wir uns nach außen so darstellen, auch wir Trainer, wenn wir uns nach außen so darstellen, als wäre immer alles grandios und alles perfekt, das nimmt uns doch niemand ab. Wir wissen doch alle, dass wir nicht perfekt sind. Das Leben ist ein Auf und Ab. Wir haben Polarität. Wir haben das Negative wie das Positive. Wir können das Glück nur empfinden, wenn wir auch das Unglück mal erleben. Wir können auch anderen Menschen nur weiterhelfen, sie unterstützen. Mhm. Wenn wir auch selbst mitreden können, wenn wir auch selbst irgendwas mal miterlebt haben, manche Schicksale auch dann richtig mitgefühlt haben oder mitfühlen können in dem Moment, wo es einem anderen passiert. Und deswegen ist das für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige Basis, auch nach außen hin auch mal zu kommunizieren. Mensch, da habe ich auch mal eine negativen Erfahrung gemacht oder negativen Erlebnisse gehabt. Ja klar, und das ist ein Bereich, wo viele denken, naja, die haben leicht reden, die haben ja schon alles, haben nichts dafür tun müssen praktisch, ne? Ist alle Krieg dabei, das sind alles nur Menschen. Herr Heike, die nächste Frage schließt sich da gleich an, nämlich es gibt ja viele Menschen, die haben auch Träume und Ziele, haben eine konkrete Vorstellung, wo sie hinwollen, zumindest auch, wo sie nicht hinwollen und lesen Bücher, besuchen Seminare, also bemühen sich durchaus, da auch hinzukommen, aber es klappt irgendwie nicht. Sie landen wieder am Ausgangspunkt. Wie war das denn konkret bei dir? Gab es da schon relativ geraden Erfolgswege oder hattest du auch Widerstände, Rückschläge, mit denen du umgehen musstest? Wenn ja, wie hast du das gemacht? Ja, also es ging eigentlich bei mir sofort gut an. Also ich habe sofort Aufträge gehabt, Seminare gehalten. Bei mir haben sich auch ganz viele Türen einfach geöffnet. Ja, also ja, daraufhin, im Nachhinein kann ich sagen, wenn sich Türen leicht öffnen, dann ist es ein richtiger Weg, es ist ein guter Weg. Natürlich kann es auch immer Hindernisse geben, natürlich kann es auch immer irgendwelche Punkte geben, wo wir sagen, Mensch, da geht es nicht so einfach, da muss man auch mal ein bisschen sich durchbeißen, man muss kämpfen. Ja. Ja. Aber wenn der Kampf zu groß wird, wenn man gegen Windmühlen angeht, ja, wenn es ein Laufen wie im Hamsterrad ist, dann denke ich, sollte man einfach überprüfen, ob es wirklich das Richtige ist, ob das wirklich unser Weg ist, der für uns so richtig ist, so gut ist, ob der für uns so vorgesehen ist. Okay. Wusstest du gleich, auf welchen Weg das bei dir hinausläuft oder hat sich das so beim Gehen ergeben? Ja gut, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich auch schon bei Deutschen Bank als Co-Trainerin Seminare gehalten habe. Da waren es eher so Fachseminare gewesen. Und dann kamen später dann Kommunikationsseminare, Telefontraining dazu. Mir ist schon recht schnell klar geworden, dass eben Kommunikation, das Reden mit anderen Menschen zurechtzukommen, möglichst gut mit anderen Menschen zurechtkommen, eine harmonische Beziehung aufbauen in allen Bereichen, ob jetzt privat oder beruflich, mit Freunden und so weiter,
dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, eine große Herausforderung. Und dass wir Menschen ja so verschieden sind, es also auch gilt, sich da reinfühlen zu können, wie tickt denn der einzelne Mensch? Mhm. Und dann entsprechend eben auch darauf Rücksicht zu nehmen und darauf gut eingehen zu können. Und das ist dann mein Weg geworden. Mhm. Was hältst du für deine wichtigste Charaktereigenschaft, die dir hier Kraft gegeben hat oder die dich hier auf deinen Weg begleitet hat? Ja, zum einen meine Lebensfreude. Okay. Dann die Fähigkeit, nicht aufzugeben, immer wieder aufzustehen, auch wenn man mal hingefallen ist. Mhm. Setzt du dir ganz konkret auch schriftliche Ziele und arbeitest die dann ab oder machst du das eher intuitiv, wie darf man sich das vorstellen? Also ich setze mir auch schriftliche Ziele, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich ganz, ganz viel intuitiv entscheide. Ganz viel intuitiv in dem Moment eine Idee habe, das mir dann aufschreibe, dass es nicht mehr verloren geht und dann einfach dann losgehe. Oder auch mich mit anderen Menschen unterhalte. Und durch die Unterhaltung mit anderen Menschen, entweder ich bekomme konkrete Tipps, mhm, oder die andere Möglichkeit ist die, dass durch das Gespräch wieder bei mir neue Ideen entstehen. Dass mir also einfach das Gespräch weiterhilft, um dann plötzlich einen neuen Gedanken zu haben. Ich meine, das ist eine Glaubensfrage, aber glaubst du, dass sich das so ergibt, weil du einen vorgezeichneten Weg verfolgst oder weil du ihn kreierst beim Gehen? Das ist eine große Frage. Das ist eine sehr philosophische Frage. Also ich glaube nicht, dass alles im Detail vorgegeben ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein grober Lebensweg, eine grobe Richtschnur schon vorgegeben ist, dass wir sozusagen dann, bevor wir inkarniert sind, sozusagen mit unserer Seele sozusagen ausgemacht haben, wenn wir hier auf Erden kommen, sollten wir das und das lernen. Aber es werden viele Punkte kommen, wo es dann wirklich auf uns ankommt, ob wir diesen Weg auch wirklich gehen, ob wir den Mut haben, ob wir das Durchhaltevermögen haben, ob wir sozusagen unsere Lebensaufgabe abarbeiten, ob wir das sozusagen erledigt haben oder ob wir dann vielleicht nochmal später, das kann in diesem Leben sein oder eben in einem späteren Leben sein, nochmal an diesen Punkt herankommen und nochmal lernen dürfen. Okay, dann haben wir die nächste Glaubensfrage auch gleich mit abgearbeitet. Ja, das sind alles Fragen, die es letztendlich natürlich keine endgültige Antworten gibt, sondern genau, nur persönliche Überzeugungen oder eben den Glauben, ne, wie man so schön sagt. Genau. Gut. Ja, Heike, nun an neuem Platz am Harpinger See weiter mit wunderschönem Blick auf die Berge. Möchte ich einsteigen in dein Fachgebiet, zumindest in eines deiner Fachgebiete, den Bereich Stil und Etikette. Wie darf man sich denn so den Tagesablauf einer Trainerin für Stil und Etikette vorstellen? Ja gut, ich habe einen Tagesablauf wie jeder andere Trainer auch. Also ich bemühe mich zum einen darum, Aufträge zu erhalten, beziehungsweise auch Beratungen durchzuführen, Akquisitionsgespräche zu führen und habe dann eben auch den einen oder anderen Auftrag. Und das ist natürlich jetzt nicht nur Stil und Etikette, sondern auch Körpersprache und viele, viele andere Dinge. Mhm. Bei Stil und Etikette geht es vielfach darum, dass wir sozusagen die Hemmschwelle nehmen. Weil es geht ja nicht darum, jetzt wie der Adel so ganz steif und distanziert das Ganze zu betrachten, sondern wirklich das Ganze eher menschlich zu sehen, zwischenmenschlich zu sehen, wo es ganz stark um Wertschätzung geht, um Achtung, um Respekt, Toleranz, Akzeptanz und so weiter. Okay. Wie viele Menschen haben jetzt schon Angst, mit dir essen zu gehen? Die meisten haben eine riesige Freude, mit mir essen zu gehen. Okay. Ich meinte auch nicht wegen dir, sondern wegen da die Angst, was falsch zu machen, letztendlich. Ich glaube, meine Trainings laufen generell so ab, also das wird mir auch immer wieder als Rückmeldung gegeben, dass es sehr, sehr locker ist. Mhm. Also ich bringe da eine Menge Humor rein. Das ist eben das, was mich vielleicht auch von anderen unterscheidet, dass es eben nicht so sehr steif und sehr mit harten Regeln umgeben ist. Ich erkläre die Regeln, ich sage, wie es richtig ist. Ich sage auch meine Meinung dazu, denn ich stehe ja auch nicht hinter jeder Regel, die es da gibt. Ja? Dann sage ich auch mitunter, Mensch, das sehe ich hier an der Stelle ein bisschen anders. Und betonen dann auch in den Seminaren immer, wir sind ja unter uns. Also wer Regeln anwenden möchte, wer sie so umsetzen möchte, kann das gerne machen. Aber jetzt essen wir erstmal in Ruhe und wer eben seins die beibehalten möchte, der kann das auch gerne beibehalten. Okay, Stichwort Regeln. Warum sind diese Regeln wichtig? Warum ist es wichtig, das alles überhaupt so zu regulieren, wie man sich zu benehmen hat? Warum kann sich nicht jeder
so benehmen, wie er sich wohlfühlt. Ja, damit eben das Wohlfühlen bei den ganzen Menschen da ist, damit dieses Wohlfühlen für alle garantiert ist. Weil wenn ich jetzt vor dir sitze und mir wegen hier der Nase rumpupel und den Zähnen rumpupel, ich weiß nicht, ob du dich noch wohlfühlst, dann fühle ich mich vielleicht wohl, aber nicht beide. Ja. Und darum geht es da einfach um dieses Thema, welche Werte sind in der Gesellschaft noch vorhanden, welche Werte können wir verstärken, auf welche Werte sollten wir mehr achten und so weiter und so weiter. Gelten diese Regeln einheitlich, europaweit, vielleicht sogar weltweit? Oder gibt es da große Unterschiede? Oder? Ja, es gibt Unterschiede. Also es gibt von Gegend zu Gegend oder auch jetzt ganz besonders von Land zu Land einfach Unterschiede. Und das ist auch der Grund, warum sich meinetwegen jetzt gerade im politischen Bereich die Protokollchefs miteinander zusammensetzen, kommunizieren und beratschlagen, ja, was ist denn jetzt für dieses Land wichtig, was ist für dieses Land wichtig? Denn man kann schon mit einigen Kleinigkeiten, ich sage einfach mal, wenn ich in Indien mit der linken Hand einem Kind über den Kopf streicheln würde, das wäre ein ganz, ganz großer Fauxpas. Ja, okay. Der würde sehr, sehr missverstanden werden. Dann würde ich jemanden regelrecht beleidigen. Da denkt man sich hier in Deutschland überhaupt nichts dabei. Das macht man eher gut. Ja. Ja. Und genau darum geht es, dass man einfach sich auch als Urlauber oder als Geschäftsmann so ein bisschen darum kümmert, was ist denn bei dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Kultur wichtig, was ist bei den Standard, was erwartet man da von mir und sich da auch so ein bisschen anpassen und entgegenkommen. Hm. Wird das dann tatsächlich, wenn das auch auf internationaler Ebene stattfindet, ausgehandelt? Welche Regel gilt jetzt oder was darf man machen oder richtet man sich nach dem Gastland? Oder? Es ist so, dass man sich am besten entgegenkommt. Ja? Und dann ist immer die Frage, wer will hier was von wem? Wenn ich mein Business in Japan verkaufen will, wenn ich dort mein Produkt verkaufen will, dann werde ich sicherlich tendenziell eher sehr bemüht sein, die dortigen Regeln dann anzuwenden. Mhm. Wenn dann der Japaner von uns etwas möchte, wenn er seine Geschäfte bei uns abschließen möchte, dann wird er sicherlich darum bemüht sein, uns mehr entgegenzukommen und auch unsere Regeln ganz besonders zu achten. Okay. Also ist das eine klare Hierarchie, wer will von wem was und dann wird man sich entsprechend anpassen. So wird es meistens gehandhabt, ja. Ja, ich meine, das Thema ist ja durchaus schwierig, weil schon allein die Symbolik, du hast es vorhin angedeutet, ist, ob ich hier einen Daumen hoch mache, bedeutet bei uns was Gutes, woanders genau das Gegenteil. Und wie kriegt man das auf die Reihe eigentlich, dass man das alles einigermaßen hinkriegt, die Fettnäpfchen weitestgehend vermeidet? Plus noch Tischetikette beachten, plus noch Gesprächsthemen vermeiden. Kommt da das Eigentliche, das Wesentliche, um das mir eigentlich geht, nicht einfach mal zu kurz? Die Frage ist ja immer, wie kann ich am besten mit anderen Menschen zurechtkommen? Wir hatten das vorhin schon mal als Thema gehabt, von wegen Kommunikation. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch tickt anders. Und auch da gibt es dann jetzt hier bei den Etiketteregeln, bei den Umgangsformregeln, gibt es einfach Dinge, die lernen wir im Prinzip schon als Kind. Guten Tag und auf Wiedersehen sagen, bitte Danke sagen, also gewisse Höflichkeiten, die eigentlich zur Kinderstube gehören. Und wenn diese Sachen umgesetzt werden, dann gehen wir einfach mit einer gewissen Wertschätzung, mit einer Grundachtung mit anderen Menschen um und dann wird auch eher mal ein Fettnäpfchen dann verziehen. Also wenn ich dann in dem Moment, ich sage einfach mal, das Messer falsch halte oder die Serviette nicht wie vorgesehen auf den Schoß parke, sondern woanders hinlege, dann wird darüber viel eher hinweggeschaut, als wenn ich mich von vorne bis hinten generell sehr, sehr unflätig benehme und jemanden mit wenig Wertschätzung, mit wenig Achtung begegne. Mhm. Ich meine, diese Regeln sind ja mehr oder weniger willkürlich entstanden. Das heißt, es handelt sich um Übereinkünfte. Ja. Letztendlich, wo man sagt, okay, das entspricht jetzt der Etikette, das hier nicht. Ist das auch eine Art Abgrenzung, vielleicht auch sogar Ausgrenzung, wie das entstanden ist? Oder warum das entstanden ist? Also das ist sicherlich aus der Geschichte heraus, ist es sicherlich auch eine Ausgrenzung gewesen. Da wollte eben der Adel, die gehobene Gesellschaft, wollte eben einfach als solcher auch beachtet werden, wollte sich auf diese Art und Weise ausgrenzen, nach dem Motto, wir sind was Besseres, wir gehören zu der elitären Schicht. Doch inzwischen ist das überhaupt nicht mehr der Fall, sondern eher, dass man sich einfach auf einer Ebene versteht und auf einer Ebene ganz harmonisch, friedlich miteinander kommunizieren kann und umgehen kann. Okay. Und dass man sich auch, ja, dass man sich in jeder Gesellschaft auch wohlfühlen kann.
wenn ich mich mit diesen Dingen etwas auseinandersetze, das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag drüber ein Fachbuch lesen muss, Fachartikel lesen muss, es geht einfach darum, genauso wie ich mich für Politik interessiere oder für allgemeine Dinge lese und Bücher, Romane, sonst irgendwas dann lese, genauso kann ich eben darüber mich mal informieren. Mhm. Dann wird es für mich ja in vielen Bereichen einfach einfacher. Dann getraue ich mich auch. Also ich habe einen Kunden, einfach mal aus der Praxis erzählt, ich habe einen Kunden, der hat inzwischen eine ganz, ganz große Metzgerei und einen richtigen, riesigen Betrieb. Und angefangen hat er ein langes, familiäres Unternehmen über viele Generationen mit einer ganz, ganz kleinen Metzgerei auf dem Land. Und er kam zu mir ins Training mit seiner ganzen Mannschaft, mit seinen ganzen Angestellten, hat zu mir gesagt, Frau Holz, wir sind einfach gewachsen. Inzwischen werde ich auf Empfängen eingeladen. Mhm. Ich bin inzwischen in Gesellschaftsschichten drin. Da war ich vorher nicht. Ich war einfach vorher bei unseren ganz normalen Kameraden im Vereinsleben gewesen. Und da war das wurscht egal gewesen, ob ich jetzt mein Händel mit den Fingern esse oder nicht. Und inzwischen bin ich eben auch wirklich dann in anderen Gesellschaftsschichten drin. Ich komme mir da teilweise sehr, sehr unsicher vor. Wenn ich dann in irgendein gehobenes Restaurant gehe und die ganzen Kellner laufen dann ganz fein rum und alle wissen genau, was sie zu tun haben, wie sie sich zu verhalten haben. Und nur ich weiß das nicht. Und er war sehr, sehr dankbar gewesen, dass wir einfach mal zusammen essen waren, dass wir da gemeinsam über manche Dinge gesprochen haben und er sich jetzt auch sehr selbstsicher, ganz selbstverständlich verhalten kann, weiß, wie es richtig geht und dann wird das eigentliche Gespräch und was es dann in dem Moment geht. Ja, kann man sich wieder darauf konzentrieren. Genau, das ist der Punkt. Richtig, genau. Okay. Aber so habe ich auch viele Kunden jetzt nicht nur wie jetzt hier der Metzgermeister, den ich jetzt hier als Beispiel genannt habe, sondern auch wirklich gehobene Kunden. Da ist beispielsweise ein Rechtsanwalt aus der Schweiz, der lädt jetzt den ganzen Kollegenkreis ein, in dem Klientel, in dem er sich bewegt. Und dann wird praktisch unter diesen Rechtsanwälten und verschiedenen anderen Berufsgruppen, die da auch noch in diese Gruppe reingehört, wird ein Seminar abgehalten. Da gibt es dann natürlich, die haben natürlich ein ganz anderes Level, einen anderen Standard. Die sind ja sehr viel in dieser Region unterwegs. Aber die wollen einfach Neuigkeiten wissen, wollen einfach einen netten, fröhlichen Abend erleben und vielleicht noch andere Dinge fragen, die bei denen bisher nicht so bekannt sind. Da wollen noch ein anderes Seminar mit integrieren, dass wir sozusagen dann ein Package machen mit einem Weinexperten dabei, dass wir dann das Business-Etikette am Tisch-Seminar mit einem Weidexperten. Also noch spezieller dann. Genau. Okay. Und dann, dass es dann eine richtige Kombi wird, auch noch mehr über Wein zu erfahren, auch über Wein richtig plaudern zu können und. Wer legt eigentlich diese Regeln fest? Gibt es da eine Gesellschaft, eine Organisation oder? Ja, zum einen wird immer wieder darüber reflektiert, auch bei den Protokollchefs, ob das immer noch so ist, wie man das vielleicht mal vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es dann ja hier in Deutschland auch den Deutschen Ethikrat, es gibt den Arbeitskreis Umgangsform International, wo sich immer wieder dann zusammengesetzt wird, darüber diskutiert wird, was denn zeitgemäß ist und was nicht. Okay. Und doch wird es auch immer wieder Dinge geben, die dann jeder Trainer auch ein bisschen anders vermittelt. Also wir können 5 verschiedene Fachbücher kaufen von Trainern und werden immer wieder auch Differenzen feststellen, weil der eine Trainer das vielleicht so vermittelt und der andere so vermittelt. Okay, gut. Was die größten Fettnäpfchen sind, die lauern und was die wichtigsten Regeln dabei sind, darüber unterhalten wir uns gleich. Wir wechseln nochmal die Location. Okay. Bis gleich. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir sind ein bisschen gewandert um den See herum und wollen unser Interview hier fortsetzen. Und wir waren beim Thema Etikette, Tischmanieren und so weiter. Wo lauern denn die größten Fettnäpfchen, die größten Fallen, wenn ich denn auf so ein Geschäftsessen gehe oder auch mal in ein Sternerestaurant essen gehe und so weiter? Was muss ich beachten und was ist das Gegenstück, was ist die wichtigsten Regeln, die ich kennen muss? Ich denke, dass wir generell jetzt in der Umgangsform höflich sind, freundlich sind, dieses guten Tag und auf Wiedersehen sagen, dieses Bitte, Danke. Es scheinen Selbstverständlichkeiten zu sein. Manche einer wird jetzt vielleicht sagen, Mensch, das ist doch völlig normal, das machen wir doch alle. Aber das ist leider die Wirklichkeit ist leider die, dass es nicht alle machen. Dass ich immer wieder merke, egal ob man jetzt in einem Hotel ist, im Urlaub ist, im Nachbarschaftskreis kann das auch sein, ja, dass es einfach Menschen gibt, die völlig ignorant sind, die überhaupt nicht auf andere Menschen achten, vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen,
auch hilfsbereit sind. Ja, wenn ich meinetwegen früher mit Kinderwagen die Kinder durch die Gegend geschoben habe, ja, dass dann die Tür nicht geöffnet worden ist von einem Kaufhaus oder so. Das sind alles Dinge, die so schön wären, wenn sie einfach im zwischenmenschlichen Bereich gemacht werden würden. Ich sage immer, es menschelt dann unter uns Menschen. Okay. Ja. Und einem anderen Menschen was Gutes tun, ihm Gefallen zu tun, da geht es einem selbst ja auch damit so gut. Ja. Mhm. Dann vielleicht ein Lächeln zu erhalten, einem anderen Menschen ein Lächeln zu schenken, das sind so ganz normale Dinge, die auch schon zum Thema Umgangsform gehören. Okay. Ja, in unserer Gesellschaft. Und zu der Frage, wie es denn beim Essen ist. Ja, die wichtigsten Dinge sind einfach die, dass ich so Sachen wie gerade am Tisch sitzen, dass ich Messer und Gabel in die Hand nehme, dass ich nicht am Tisch ganz krumm da hänge, dass ich meinetwegen dann schmatze beim Essen, ja, also laute Tischgeräusche von mir gebe, dass ich einfach diese Dinge beherrsche. Die alten Rittermahlregeln sollte man nicht gelten. Genau, ja. Okay. Ja, ein paar grundlegende Fragen, die es vielleicht interessieren oder was immer wieder, wenn ich in so ein Sterne-Restaurant gehe und was gehe jetzt mal nicht im geschäftlichen Bereich, sondern mit Freunden essen, 10, 15 Menschen hier und ich kriege ja im Normalfall nur eine Rechnung. Da sprechen wir ja mal locker über 1500 Euro, wo ich da auf der Rechnung stehen habe. Entspricht das noch der Etikette, dass ich sage, okay, es zahlt jeder für sich? Nein, also in der Regel wird ja auch gerade in guten Restaurants nachgefragt, ob die Rechnung zum Schluss zusammengeht oder ob es da irgendwie getrennt wird. Mhm. Und dann werden sogar auch schon wirklich getrennte Rechnungen ausgestellt. Es gibt natürlich auch noch Restaurants, da wird es nicht gefragt, da kommt dann eine große Rechnung und dann steht dann der Restaurantfachkraft da und dividiert auseinander. Aber natürlich dürfen wir separat bezahlen. Also da ist überhaupt kein Zwang hier in Deutschland, dass wir dann gemeinsam zahlen, dass einer diese Rechnung für alle bezahlen müsste. Okay. Beim Geschäftsessen, was sind da die Hauptregeln, was muss ich da beachten? Also ich finde es immer sehr schön, wenn ich jetzt als Gastgeber dem Gast das Signal gebe, dass er, was ich bestelle oder was ich empfehlen kann, dass der Gast ein sicheres Gefühl bekommt, was er sich auch bestellen kann. Mhm. Weil viele Gäste wissen dann nicht, was sie nehmen sollen. Nehmen wir mal an, also wir gehen in ein italienisches Restaurant und dann gibt es meinetwegen die Pizza für 8 Euro oder 10 Euro und es gibt irgendwelche leckeren Fische für um die 20 Euro, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Und der Gast würde vielleicht gerne einen Fisch essen, aber getraut sich vielleicht nicht, weil der Gastgeber da kein Signal gibt. Mhm. Das kann ich als Gast nachfragen, kann sagen, was können Sie mir empfehlen? Was ist denn besonders gut oder was essen Sie denn? Oder ich kann auch als Gastgeber sagen, das und das kann ich empfehlen. Mhm. Oder suchen Sie sich ruhig was Leckeres aus. Oder als Vorspeise sind hier das Krabbencocktail sehr gut. Dann weiß auch der Gast schon von vornherein, in welchem Preissegment er sich bewegen kann. Und da wiederum würde ich es jetzt als Fauxpas ansehen, wenn ich jetzt höre vom Gastgeber, dass er sich vielleicht dann wirklich zum Lunch einfach eine Pizza bestellt und ich selbst greife dann wirklich in die Vollen und nehme dann die Vorspeise und nehme dann noch den leckeren Fisch, den Zander dazu und noch eine Nachspeise. Das ist ja schon fast unverschämt. Okay. Nun gibt es ja auch Dinge, die man nicht mag, die man nicht gerne isst. Oder ich denke jetzt mal an Menschen, die Vegetarier sind oder Veganer sogar, die gar keine tierischen Produkte essen. Darf ich bestimmte Menügänge auch ablehnen? Ja, also wir sind in der heutigen Zeit, dürfen wir sowohl umbestellen, wir dürfen auch was ablehnen. Wir müssen also nicht jetzt das essen, was uns dann vorgestellt wird, beziehungsweise auch Teller leer essen, muss man nicht mehr. Okay. Ja, also wenn ich satt bin, bin ich satt und dann bin ich jetzt nicht jetzt verpflichtet, dann die Sachen noch dann irgendwie hineinzubringen. zum Thema auch Essen umbestellen, beziehungsweise auch dazu stehen, dass ich etwas nicht mag oder dass ich etwas nicht vertrage, eine Unverträglichkeit habe, eine Allergie habe oder einfach generell Vegetarier bin, Veganer bin, auch das darf ich kommunizieren. Vielleicht die Frage jetzt, wie kommuniziere ich das? Sitze ich jetzt dann da und sage, wie kann man nur Fleisch essen? Und kompromittiere in dem Moment dann die Menschen, die einfach noch Fleisch essen, ja. Oder drücke ich es eher jetzt ein bisschen
diplomatisch aus und sage eben dann, dass ich mich ja vor Jahren dazu entschieden habe, es nicht mehr zu essen oder dass es mir gesundheitlich damit besser geht, wenn ich es nicht esse. Und im weitesten Sinne stimmt das ja auch, es ist ja keine Lüge. Mir geht es gesundheitlich, auch psychisch gesehen, vielleicht besser, weil meine Lebenseinstellung das dann so ist, dass ich eben kein Fleisch essen mag und dass ich ein besseres Gewissen habe. Das ist einfach dezenter ausgedrückt, dass es ungesund ist, indem ich das andere betone. Ja, okay. Ja, das Stichwort schon gesagt, man muss nicht den Teller leer essen, nur damit es gut aussieht. Wie ist es denn, was in gut bürgerlichen Häusern durchaus üblich ist, dass man wieder was mit nach Hause nimmt? Da gibt es ja teilweise welche, die packen sogar den Salat ein oder zumindest das Fleisch, wenn übrig ist oder irgendwas. Entspricht das der Etikette? An sich nicht, nein. Ja. Wir lassen uns nichts einpacken. Ich meine, ich weiß, es gibt einige Restaurants, die bieten das aktiv an. Die haben sogar auch schon wirklich irgendwelche Kartons dafür vorgesehen, damit eben dann vom Sonntag das Menü noch am Montag nochmal warm gemacht werden kann. Aber es entspricht nicht der richtigen Etikette, dass wir sagen, wir dürfen dann unsere Sachen noch zusammenpacken lassen und schleppen die mit nach Hause. Also das hatte meine Oma immer noch gemacht. Und klar, das ist genauso wie die Angewohnheit, dann dem Personal hilfreich zur Seite zu stehen und das Geschirr zusammenzustellen. Genau, auch das machen wir nicht. Das hat also nicht dann was mit fehlender Hilfsbereitschaft zu tun, sondern eher, dass das Personal, also die Restaurantfachkraft, fühlt sich damit viel wohler, wenn sie die Dienstleistungen erledigen darf und auch wenn sie die Dienstleistung, also wenn sie das Geschirr so zusammenpacken darf, dass es für sie gut ist, dass es nicht herunterfällt, dass keine Unfälle passieren und so weiter. Okay, das heißt, man soll die Arbeit den Profis überlassen, wie im richtigen Leben auch. Richtig, genau. Okay. Gibt es sonst noch Bereiche, wo ich sagen kann, oder andersrum gefragt, wenn ich mir nicht sicher bin auf manchen Gebieten, es gibt irgendeine Speise, die problematisch ist zu essen, gerade Garnelen, Hummer, irgendwas, was man schälen muss, Hähnchen, Schlegel oder sonstige Sachen. Wie gehe ich am geschicktesten vor? Oder gibt es Grundregeln, die man sich merken kann oder irgendwas in die Richtung? Also am besten zu mir ins Seminar kommen. Das ist natürlich die gesteigerte Form, die du wirklich wissen wollen, aber auch auf die Schnelle ein Tipp. Ja. Also das eine ist, wenn ich etwas nicht weiß, dann muss ich ja gar nicht groß drum herum machen. Ich darf einfach die Restaurantfachkraft fragen. Das ist wie mit allem im Leben, wenn ich was nicht weiß, nachfragen, höflich, freundlich und dann bekomme ich meistens eine sehr, sehr hilfsbereite, kompetente Antwort. Und ja, jeder Mensch ist ja auch dann wiederum froh, wenn er gefragt wird. Und auch eine Restaurantfachkraft steht er normalerweise sehr gerne hilfreich zur Seite und gibt dann den einen oder anderen Tipp und das Insiderwissen weiter. Und ansonsten, es gibt einige Fingergerichte, dazu zählen eben Hummer bzw. dann Krabben, Garnelen, Artischocken. Und wenn ich mir diese paar Fingergerichte merke, weiß ich, alles andere wird Messer und Gabel gegessen, beziehungsweise jetzt die Okay. Gut, also ich muss mich nicht am mit mir so ein Gabel verkünsteln, wo es eigentlich gar nicht geht. Ja, jetzt nehmen wir mal die Garnele als Beispiel. Wenn ich jetzt die Garnele wirklich jetzt als komplettes Teil serviert bekomme, also auch in der Schale noch drin, dann kann ich die sowohl mit Messer und Gabel essen, als auch als Fingergericht. Es ist erlaubt, sie als Fingergericht zu essen, weil es ein Fingergericht ist. Ja. Aber es wird niemand was sagen, wenn ich jetzt hier gehe und das Ganze mit Messer und Gabel esse. Also ich erschieße meinen Tischnachbarn mit den Gemüterresten. Ja. Ja, das sind jetzt die Artischocke als Beispiel. Wenn ich jetzt die Artischockenblätter zupfe, das geht mit Messer und Gabel einfach nicht. Da muss ich im Prinzip dann diese leckeren Blätter einfach rausziehen und dann vorne an der Spitze auslutschen. Okay. Ja, Heike, du hast ein Buch geschrieben und hast uns dieses auch gleich mitgebracht. Wie heißt es denn? Das Buch heißt Knipst dein Licht an, so geht's besser mit dir und den anderen. Okay, erzähl uns ein bisschen was, um was geht's in dem Bereich. Hört sich nicht nach Stil und Etikette an, wenn ich es richtig höre. Genau. Ja, es geht darum, dass wir, ich habe vorhin mal ganz am Anfang gesagt gehabt, dass wir Menschen, dass ich die Menschen gerne dabei unterstütze, dass sie aus sich heraus selbst wachsen können, dass sie sozusagen ihre Persönlichkeit sehr gut entwickeln können, sich selbst wohler fühlen, ihre Ziele vielleicht besser erreichen können und so weiter. Und wir, das hast du vorhin mal gesagt, wir besuchen so viele Seminare oder wir lesen so viele Literatur, Bücher und so weiter und ja, kommen vielleicht auch mal nicht weiter an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe mir überlegt gehabt, dass ich ein Buch schreiben möchte, wo zwar nichts anderes drin steht, als in ganz, ganz vielen anderen Ratgebern auch. Aber ich habe das in 100 Tipps verpackt. Mhm. Das heißt also, es ist von vornherein eine Art Anleitung drin, dass man sich ein
Tipp nach dem nächsten so vornehmen soll und darüber mal nachdenken soll, reflektieren darf, auch dazu was schreiben kann. Da ist auch mal Platz dazu gelassen nach jedem Tipp. Und dann diesen Tipp einfach mal umsetzt, mal ausprobiert. Und nicht sofort aufgibt, nur weil es beim ersten Mal nicht gleich funktioniert hat, denn fast nichts funktioniert sofort beim ersten Mal, sondern mal dranbleibt und das mal austestet, wie denn dieses andere Verhalten oder die andere Denkweise, wie das denn so ist im Leben. Und ich habe inzwischen auch schon sehr, sehr viele Leser, die mir geschrieben haben, die auch schon rezensiert haben in emmas.de, dass ihnen das Buch so gut gefällt, dass sie so neugierig gewesen sind, dass sie das auf einmal durchgelesen haben. Aber jetzt tatsächlich so Punkt für Punkt einfach sich dann das Buch dann mal wieder vornehmen und die eine oder andere Stelle dann, so wie von mir vorgeschlagen, entsprechend auch dann lesen und dann bearbeiten. Ein Arbeitsbuch daraus machen. Richtig, genau, ja. Ja, darf ich es nochmal kurz sehen? Ja. Es knipst dein Licht an, so geht es besser mit dir und den anderen. Und da, wie gesagt, sind wir thematisch eigentlich fast schon bei unserer Sendung auch angelangt, ne? Um sein inneres Potenzial auch auszunutzen und zur Entfaltung zu bringen. Und was ist von diesen 100 Tipps dein ultimativer davon, wenn du ihnen Menschen geben müsstest, die auch noch Träume haben, die auch noch an ihre Ziele ran wollen oder sie noch erreichen wollen, die noch nicht ganz so weit sind? Nicht aufzugeben und immer wieder an sich zu glauben, also sich selbst aus innen heraus die Stärke zu haben, die Selbstliebe zu haben, dass wir alle Menschen sind, Lebewesen sind, die in sich gut sind, die in sich ein Riesenpotenzial haben und dass wir nicht irgendeinem anderen Menschen nacheifern sollen und ihn zwar als Vorbild benutzen können, zu gucken, wie jetzt der andere gemacht, aber nicht irgendeine Kopie von irgendjemandem anderen werden, sondern dass wir selbst uns entfalten, dass wir original bleiben und das Original immer noch vielleicht auch dann zum Wachstum verhelfen. Okay, also einfach bestellen, kaufen, durchlesen und vor allem durcharbeiten von Heike Holz. Bleibt mir zum Schluss noch eine Frage, wo können unsere Zuschauer denn noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn sie jetzt noch was wissen wollen? Ja, zum einen gibt es die Website www.heikeholz.de und dann biete ich ja auch dieses Coaching im Urlaub, Coaching und Wandern an. Da gibt es die Website urlaub-und-coaching.de. Dann gibt es kostenlos einen Podcast von mir, der heißt Charisma und Persönlichkeit. Den kann man sich ganz normal herunterladen über iTunes und anderen Plattformen. Dann gibt es einen älteren Podcast, aber immer noch aktuell, das Abenteuer Szene Etikette. Das kann man bei mir anfordern, bei mir ganz persönlich, dass ich eben dann diesen Link zum Downloaden zur Verfügung stelle. Ja, und dann haben wir noch vorgehabt, 2 Bücher zu verlosen. Das heißt also, wenn die schwäbische Variante des Buchkaufs. Sie können dieses Buch also auch gewinnen, zumindest wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben. Wir verlosen exklusiv 2 handsignierte Bücher von Heike Holz für unsere Newsletter-Abonnenten. Herzlichen Dank dafür erstmal. Bitteschön. Jo, ansonsten... Und das dritte Exemplar darf ich dir direkt persönlich überreichen. Dankeschön. Als Geschenk. Ich habe schon gewonnen. Das ist der Vorteil vom Interviewführenden. Viel Spaß beim Lesen und ich freue mich Dankeschön. Über eine Rezension. Das ist immer ganz wichtig. Gerne. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer gerne auch in Seminaren weitergebe. Dass ich selbst als Mensch sehr, sehr viel gewinnen kann, wenn ich auch anderen Menschen auf ihrem Weg helfe und unterstütze. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der geht auch so ein bisschen ins Thema Umgangsformen rein. Dass wir viel zu sehr auf uns selbst fixiert sind, viel zu sehr auf einen Ego-Trip sind und Ellbogenprinzip sind. Und mein Fortkommen in meinem Beruf oder auch mein privates Fortkommen, das hat immer deswegen so gut funktioniert, weil ich Menschen gehabt habe, die mich unterstützt haben, die an mich geglaubt haben und die nicht nur an sich gedacht haben, sondern auch mich mitgenommen haben sozusagen. Wunderbares Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen, außer meinem herzlichen Dank für die Zeit und für die vielen tollen Tipps und Infos, die du uns gegeben hast. Bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen maximalen Erfolg bei der Umsetzung wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler.